So, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem heutigen DZ Bank Webinar Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, mein Name ist Markus Landau und ich freue mich, dass Sie heute oder wir gemeinsam das Webinar zusammen bestreiten dürfen. Das Webinar dauert circa für die meisten, die da mit dabei sind, in der Regel 45 bis 60 Minuten. Und ich möchte heute ganz herzlich meine Kollegen aus dem Research-Bereich Dirk Oppermann und Armin Kremser bei uns begrüßen, die die technische Analyse für uns durchführen werden. Ja, ich bin wieder gespannt, was Sie heute für Updates zu den Märkten mitgebracht haben. Und im ersten Schritt möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was bei uns auf der heutigen Agenda steht. Und dazu springe ich jetzt auf die erste Seite mit den verschiedenen Tagespunkten. Überschrift, wie Sie es ja auch sehen und gewohnt sind bei Dirk und Armin, The Big Picture. Hier geht es um den Gesamtüberblick der einzelnen Märkte, Aktienmärkte, aber auch Rohstoffmärkte. Und heute wird der Fokus eher auf den Edelmetallen bei den Rohstoffen liegen. Wie läuft das ab? Möchte ich ganz kurz erklären. Heute startet der Dirk in ungewohnter Manier mit dem deutschen und europäischen Aktienmarkt. Dann später kommt Armin mit den US-Aktienmarkt und den Edelmetallen und wird da insbesondere Gold, Silber und Platin ja beleuchten. Ich würde ihn dann gerne unter dem zweiten Tagespunkt, das heißt, ich würde mich dann später wieder dazuschalten, einen Überblick geben, wie Sie mit unserem Produktfilter passende Produkte auf Gold finden können. Und dazu möchte ich gerne unser hauseigenes Produktfiltersystem nochmal vorstellen und Ihnen dann einfach zeigen, wie wir entsprechende Goldprodukte herausfiltern können. Bevor wir allerdings starten, springe ich jetzt gleich wieder auf die nächste Seite mit den Risikohinweisen und Fragen versuchen wir wahrscheinlich dann eher heute wieder im Nachgang zu beantworten, wenn die eine oder andere spannende oder auch wichtige Frage, wobei alle Fragen sind wichtig, versuchen wir dann auch mal wieder während des Webinars zu beantworten. Wenn allerdings noch Fragen offen bleiben, machen wir das auf jeden Fall im Nachgang. So, da ist die berüchtigte Seite rechtliche Hinweise. Ich lese Ihnen gerade schnell die drei Punkte vor. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten und die hier besprochenen Produkthinweise zu den Hebelprodukten sind nur zu Demonstrationszwecken zu sehen und stellen keinerlei Empfehlung dar. Zwei Risiken, die mit den Hebelprodukten einhergehen, die wir immer vorstellen aus Transparenzgründen, sind zum einen das Totalverlustrisiko dieser Hebelzertifikate, aber auch das Emittentenrisiko oder Ausfallrisiko des Emittenten. Sie sehen es hier unten unter dem Punkt 3. Diese beiden Risiken sollten Sie sich immer wieder vor Augen führen und auch im Hinterkopf behalten. Ja, dann würde ich schon auch gleich wieder zu dem ersten und wichtigen Tagespunkt übergehen und dann gleich an den Dirk verweisen, der anfängt mit dem entsprechenden Analyse des deutschen und europäischen Aktienmärkte. Und bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat und freue mich auf die nächsten 45 Minuten bis 60 Minuten und wünsche Ihnen allen ein super schönes und gutes und ja, informatives Webinar. Ja, vielen Dank, Markus. Dann darf ich Sie auch recht herzlich begrüßen. Heute in ja ungewöhnlicher Art und Weise werde ich mal das Webinar starten und danach mein Kollege Armin Kremser den zweiten Research-Part übernehmen. Und auch ich, nicht nur der Markus, auch ich muss von der DZ-Bank Research-Seite Ihnen noch einmal kurz rechtliche Hinweise geben. Die Präsentation von mir als auch von meinem Kollegen Armin Kremser dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Ja, das war es auch schon von der Seite und dann kann ich mehr oder weniger auch starten. Mein Part heute ist, ich fokussiere mich mehr oder weniger auf den DAX und auf den Euro Stoxx 50 Index. Da ist ja doch einiges passiert momentan an den Aktienmärkten. Ich denke mal, eine sehr, sehr interessante und wie ich meine, sehr spannende Situation, die wir momentan nicht von der technischen Seite aus auch beschreiben können. Und diejenigen, die mich kennen, die schon länger bei den Webinaren dabei waren in der Vergangenheit, die wissen, ich starte immer gern mit einem etwas übergeordneten Blick auf die Aktienmärkte und das möchte ich auch heute hier am Anfang machen, bevor ich dann direkt auf den DAX und auf den Euro Stoxx 50 Index zu sprechen komme. Zunächst einmal, wo befinden wir uns aktuell? Und da habe ich Ihnen mal ja diese Grafik mitgebracht. Ein bisschen ungewöhnlich, was Sie hier sehen, ist mehr oder weniger ja jedes einzelne Jahr seit
1871 bis heute, bis 2018 abgetragen. Und zwar für den US-amerikanischen Standard & Poor's 500 Composite Total Return Index. Und dort können Sie erkennen, was hier abgetragen ist, jedes einzelne Jahr, wie häufig hintereinander eine positive oder negative Jahreskursentwicklung sich dargestellt hat. Und wenn Sie das machen, dann fällt auf, hier hinten zum Beispiel dieser orangene Kasten, das ist das aktuelle Jahr 2018. Und in den letzten 150 Jahren ist es nur ein einziges Mal gelungen, dass wir 10 Jahre hintereinander kontinuierlich eine positive Aktienentwicklung aufgezeigt haben in den letzten 150 Jahren, nämlich 1956, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und unsere Kursentwicklung kommt mehr oder weniger nicht nach dem Weltkrieg, aber immerhin nach der Finanzkrise 2008, 2009, 2007, 2008 in den 2 Jahren, wo wir mehr oder weniger einen Umschwung erlebt haben, der einzigartig ist. Und das sieht man hier auch eindeutig an dieser Grafik. Das zeigt schon auf, dass wir uns schon die Frage stellen müssen, wie lange läuft diese Party noch? Wie lange geht es weiter? Und deswegen auch hier meinen ersten Fokus, diesen übergeordneten Blickwinkel so ein bisschen jetzt stärker zu vertiefen. Für mich bleibt es dabei, auch wenn wir in Europa momentan nicht hausgemachte Risiken haben, der Hauptfokus, der Griff der Politik, in dem sich die Finanzmärkte ja seit der Finanzkrise befinden, der ist doch weiterhin auch in den USA zu suchen. Und hier insbesondere mit dem US-amerikanischen Präsidenten Trump. Denn das, was ich kenne oder was ich bisher gesehen habe in den letzten Monaten stark wieder, ich werde gleich nochmal eine Grafik zeigen, ist das extrem große Vertrauen gegenüber der US-Investoren gegenüber dem US-amerikanischen Präsidenten, insbesondere nach der Steuerreform im vergangenen Jahr. Und wir befinden uns ja aktuell vor den US-Kongresswahlen im November, Anfang November. Und das ist eigentlich eine Phase, die insgesamt nicht besonders positiv für die Aktienmärkte in der Vergangenheit waren. Ich habe Ihnen ja gerade auch aufgezeigt, die Kursentwicklung der letzten 150 Jahre. Das war immer eine sehr kritische Phase und momentan nicht. Der US-amerikanische Markt hat kaum einen Federn gelassen. Und wir fangen gerade an, ja, so ein bisschen Zweifel zu sehen. Aber trotzdem muss ich sagen, großes Vertrauen gegenüber Trump. Das, obwohl wir eigentlich auch einige Risikopunkte haben, nicht nur in Europa. Ich habe mir mal hier 3 wesentliche mitgebracht. Einmal der globale Handelskrieg und insbesondere die Fed, die bis Ende 2019, also bis Ende nächsten Jahres, 4 weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann können wir nämlich sehen, dass wir seit der Finanzkrise, und das soll diese Grafik hier dokumentieren, wir ja einen ähnlichen Kursverlauf erkennen können. Einmal blau, die Geldmenge in den Vereinigten Staaten und demgegenüber orange die Kursentwicklung von dem US-amerikanischen Standard & Poor's 500 Index. Dort sehen wir sehr schön, dass beide eigentlich ähnlich gelaufen sind. Die Geldmengeausweitung kam sozusagen in einer ähnlichen Art und Weise zustande, wie dann auch der Aktienmarkt sich entwickelt hat. Und seitdem Trump mehr oder weniger bekannt wurde, dass er US-Präsident wird Ende 2016, sehen wir, dass sich dieses Verhältnis so ein bisschen voneinander abkoppelt. Das heißt, die Geldmenge in den USA steigt überhaupt gar nicht mehr so stark an. Und das schon seit Anfang 2014, also schon ein paar Jahre, wo die Geldmenge nicht mehr so unbedingt gerade für den Bullenmarkt am Aktienmarkt spricht. Aber der Aktienmarkt in den USA, der läuft weiter nach oben. Und das ist geschuldet natürlich für die sehr positiven Vorschusslorbeeren, die man insbesondere dem US-amerikanischen Präsidenten gegeben hat. Sie sehen, hier ist ein Riesengap zu füllen. Und das kann durchaus sein, dass das nicht gefüllt wird mit neues Geld, was in die Märkte reinkommt, sondern dadurch, dass der Aktienmarkt stärker sich nach unten orientiert. Das heißt, ich spreche hier so schon ein bisschen ein hohes Crash-Risiko für den Aktienmarkt an. Und wenn ich das sage, möchte ich zunächst einmal im übergeordneten Kontext aufzeigen, wie so eine Anatomie eines idealtypischen Crash sozusagen am Aktienmarkt verläuft. Auch hier die Basis US-amerikanischer Aktienmarkt der letzten 150 Jahre. Wie sind sozusagen Crash, das heißt also Kursentwicklung von -20%, so eigentlich idealtypisch abgelaufen in der Vergangenheit? Ich habe 4 Phasen da so ein bisschen herauskristallisiert, die auch so einen 4-jährigen Zyklus eigentlich mehr oder weniger entsprechen. Aber das ist ja aktuell vollkommen in den Hintergrund getreten, weil einfach durch die Geldpolitik diese Zyklen, die historischen, alle mehr oder weniger verschoben sind oder nicht mehr gelten. Und wenn wir das sozusagen zugrunde legen, können wir sehen, dass wir nach einem sehr positiven Aktienjahr, das sehen Sie hier, -12 bis 0, bedeutet also vor einem potenziellen Crash, haben wir eine sehr, sehr positive Aktienkursentwicklung.
Und dass wir dann in der ersten Phase eines Crashs, wo 20% sozusagen Kursrisiken abzuleiten sind im Durchschnitt, eigentlich die schlimmste Phase dieser Crash-Entwicklung, dieses Bärenmarktes zu erkennen ist. Das heißt, die ersten 3 bis 4 Monate, da ist man mehr oder weniger, sollte man gefeit sein und sollte man aufpassen, dass man da nicht auf der Long-Seite positioniert ist am Aktienmarkt. Denn dort passiert das Schlimmste, dort sind die schärfsten Einschläge zu erwarten. 3, 4 Monate und danach gibt es eher mal eine längere Phase, wo sich so ein Bodenbildungsprozess darstellt. Hier kann es durchaus sehr lohnend sein, relativ früh auch mal Long-Positionen wieder einzugehen, um dann bei dem nächsten Bullenmarkt, der so idealtypisch nach 2 Jahren sich sozusagen manifestiert, dann auch wieder dabei zu sein. Sie sehen, Stop-Loss-Marken gerade in Phasen, wo ein Crash-Risiko durchaus nicht nur theoretischer Natur ist, sondern durchaus auch einige charttechnische Gründe, ich komme gleich nochmal, gibt, die dazu, sage ich mal, ja, eine Basis darstellen, dass wir in einen Crash-Modus hineinlaufen, sollten Stop-Loss-Marken relativ eng gesetzt werden und hier, um halt hier nicht bei diesen ersten, in der negativsten Phase voll erwischt zu werden. Das ist zum Beispiel das warnende Beispiel, was ich aktuell jetzt am Anfang hier geben möchte. Ja, und dann komme ich jetzt zur aktuellen Einschätzung zum DAX und mein erster Blick aktuell ist dem Sentiment geschuldet. Hier habe ich Ihnen mitgebracht die Put-Call-Ratio, genauer gesagt die gehandelten Puts abzüglich der gehandelten Calls auf die DAX-Index-Optionen an der Eurex und dort sehen wir aktuell gar nicht mal so ein großes Panik-Szenario, was wir eigentlich von Kursen her zu erwarten haben. Sie sehen die Kursentwicklung der letzten Handelstage alles andere als positiv, deutlich nach unten gerichtet. Aber große Short-Eindeckung sehe ich momentan nicht an der Eurex überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil zum Beispiel das, was wir Anfang des Jahres gesehen haben, im Februar, wo wir doch einen deutlichen Kursrutsch gesehen haben, wo viele Marktteilnehmer sich eingedeckt haben auf der Short-Seite und gesagt haben, okay, ich möchte weiteren Kursrisiken hier mal entgegenstreten mit Positionen auf der Short-Seite. Das sehen wir aktuell nicht. Auch ein Blick auf den VDAX verrät ein ähnliches Szenario. Auch hier alles andere als Panik, was wir ableiten können. Zumindest haben wir ein durchschnittliches Niveau erreicht. Sie sehen hier den VDAX abzüglich der Standardabweichung der letzten 30 Tage. Das wird sozusagen der Preis, der bezahlt wird, für eine Option, die man auf der Long- oder auf der Short-Seite eingeht. Hier sind wir eher mal im durchschnittlichen Niveau angelangt aktuell und auch hier weit von dem entfernt, was wir als Panikmodus bezeichnen. Also hier von der Sentiment-Seite sehe ich nicht unbedingt die Basis, um jetzt eine stärkere Gegenbewegung zu erwarten, ganz im Gegensatz zum Jahresanfang. Wenn ich als abschließenden Blick nochmal die Stimmungsumfragen, die hier Sentix durchgeführt hat, Ihnen aufzeige, sehe ich im kurzfristigen Bereich einen ja schon ausgeprägten Pessimismus. Also verbal ist zumindest der Markt eher mal negativ im kurzfristigen Bereich. Aber Sie sehen auch gleichzeitig auf der anderen Seite im strategischen Bereich, ja, der Optimismus, der zwar zurückgekommen ist, aber strategisch glauben einfach viele daran, okay, wir haben hier kurzfristig einige Risiken. Vielleicht, wenn die Novemberwahlen dann in den USA vorbei sind, dann können wir wieder mal davon ausgehen, dass wir einen Jahresanfang, Jahresendrallye bekommen. Das ist so ein bisschen die Mehrheitsmeinung am Markt und die halte ich für strategisch zumindest bedenklich. Klar, dieser strategische Optimismus, der ist zumindest quantitativ gerechtfertigt. Wir haben typischerweise, ich habe Ihnen mal hier die durchschnittliche monatliche Performance vom Dow Jones Industrial mitgebracht, wir haben üblicherweise eigentlich nur den September negativ und dann im Oktober muss man eigentlich spätestens auf der Long-Seite sich positionieren für die Jahresendrallye. Und insbesondere, wenn wir nochmal einen übergeordneten Blick auf die Zyklusanalyse werfen, dann fällt auf, dass wir uns ja aktuell im Kongresswahljahr befinden, zumeist vor den Kongresswahlen eher mal so keine optimale Aktienkursentwicklung sich darstellt. Aber für das kommende Jahr, auch für das typische Vorwahljahr 2019, wenn wir uns das insgesamt anschauen, sollten wir jetzt ein lokales Tief erwarten, was sehr, sehr bullisch zu interpretieren ist. Sogar ein Bullenmarkt bis in den September nächsten Jahr zu erwarten ist. Und unter diesem Aspekt ist natürlich klar, quantitativ lässt sich dieser Optimismus der Mehrheit der Marktteilnehmer rechtfertigen, die hier sagen, saisonal, zyklisch müssten wir eigentlich davon ausgehen, hier einen guten Boden zu finden und dann nochmal richtig nach oben eine Bewegung zu initiieren. Aber Mehrheitsmeinung
Da bin ich immer sehr, sehr sensibel und auch wenn ich statistisch das gerechtfertigt ist, diese Meinung, bin ich halt sehr, sehr auf der Hut, inwiefern das vom Markt nicht zu optimistisch interpretiert wird, weil wir schon von Seiten der Charttechnik Warnsignale bekommen. Zunächst einmal DAX hier kurzfristig. Dort sehe ich mehr oder weniger, ja, schon ganz eindeutig eine markant überverkaufte Situation. Sie sehen das hier unten auch an dem Oszillator, den ich hier mit abgetragen habe, dem Protection Oscillator, der sehr schön dieses Schwankungsverhalten der letzten Monate, ja, widerspiegelt. Und unter diesem Kontext ist es klar, wir befinden uns in einer markant überverkauften Situation. Wir haben auch heute zum Wochenanfang wieder gesehen, dass erste Käufe reingekommen sind. Und es ist schon zu erwarten, dass wir hier mal zumindest eine Erholungsbewegung ja, erwarten sollten. Allerdings idealtypisch für mich eigentlich ist ein Deckel im Bereich des charttechnischen Widerstands bei 11.865 Punkte zu erwarten. Und dort sollte der Deckel zumindest kurzfristig drauf liegen, weil einfach auch in diesem Bereich charttechnisch, ja, nicht nur unter charttechnischen Aspekten, sondern insbesondere unter formationstechnischen Aspekten schon ein Trend Umkehrformation größeren Ausmaßes nach unten abgeschlossen wurde in der vergangenen Woche. Das muss man so eindeutig so sagen. Eine klassische Kopf-Schulter-Trend-Umkehrformation, die der DAX hier etabliert hat. Seit Anfang 2017 bewegen wir uns mehr oder weniger seitwärts und dieser ist eigentlich mit dem Unterschreiten von 11.725 Punkte zum Abschluss gekommen. Es ist alles andere als idealtypisch. Es gibt viele, die auch darüber lachen und sagen: Mein Gott, diese alte charttechnische Formation, wie soll das überhaupt heute in diesen schnellen Märkten noch funktionieren? Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass man ein bisschen vorsichtig sein soll, inwiefern die traditionelle charttechnische Formationslehre, die wir aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sozusagen mitschleppen, dass da schon Kritik angebracht ist. Aber trotzdem, für mich bleibt es dabei und ich kann ihn nur erinnern an die Situation, die ich damals selbst miterlebt habe im Jahre 2000, wo im März ähnliche Kursentwicklungen da unten abgeschlossen wurden und keiner hat dran geglaubt, dass hier die Charttechnik ja schon mal Warnsignale gibt. Ein ähnliches Szenario sehe ich momentan nicht. Auf Basis des nicht ganz idealtypischen Kopf-Schulter-Formation vom DAX kann ich aktuell nur ein Kursrückschlagsrisiko bis 10.800 Punkte ableiten. Das heißt also, neben dieser kurzfristig überverkauften Situation erwarte ich strategisch noch einmal einen deutlicheren Abwärtsmove nach unten bis Richtung 10.800 Punkte. Dort würde ich auch antizyklisch schon mal Positionen aufbauen. Diese 10.800 Punkte, die kommen von der 161,8% Fibonacci Retracements, der Konsolidierungsbewegung, die wir aus der Kopfschulterformation hier herausgebildet haben. Also das ist mein Kursziel, was ich momentan nicht ableiten kann. Wenn ich das für zum Eurostoxx 50 Index spiegle, dort haben wir ja eigentlich auch eine ähnliche Kursentwicklung, habe ich im kurzfristigen Kontext so ein bisschen Kursrisiken bis 3.165 Punkte, aber tendenziell, Sie sehen das auch hier wieder an dem Oszillator, den ich unten abgetragen habe, markant kurzfristig überverkaufte Situation, schreit danach, dass eine Erholungsbewegung zumindest ansteht. Allerdings sollte diese auch nicht über 3.275 Punkte laufen. Hier ist auch für mich der Deckel drauf. Strategisch haben wir es hier schon länger mit einem abwärts gerichteten Trendkanal zu tun, einen längerfristig abwärts gerichteten Trendkanal im Gegensatz zum DAX. Auch hier mehr oder weniger ist strategisch nochmal zu erwarten, dass wir in Richtung 3.070 Punkte mindestens eine Bewegung nach der Erholungsbewegung sehen, gegebenenfalls sogar nochmal drunter laufen. Also Sie sehen, auch hier bleibe ich strategisch dabei, dass hier Kursrisiken weiter noch zu erwarten sind und nur eine Erholungsbewegung ansteht. Und unter diesem Aspekt bleibe ich dabei. Vorsicht, wir haben erhöhte strategische Risiken, die auch vom übergeordneten Blick gerechtfertigt sind, wo wir aufpassen müssen, dass wir hier nicht zu sehr in ein bullisches Fahrwasser erwartungsgemäß hineinkommen, was dann charttechnisch nicht bestätigt wird. Und ich warne davor, diese alten Zyklen so einfach nach unten momentan, nach oben weiter fortzusetzen, sondern auch hier die Risiken charttechnisch, die da sind, gerade in Europa, so ernst zu nehmen und zu schauen, inwiefern tatsächlich nicht nur eine normale Gegenbewegung sich darstellt, sondern dass hier auch strategisch weiter das Bild sich eintrübt. Und unter diesem Aspekt möchte ich jetzt
den großen Blick nach USA werfen und das Wort an meinen Kollegen Armin Kremser geben. Ich darf mich recht herzlich bedanken von meiner Seite und ja, wünsche Ihnen noch einen spannenden und schönen Abend. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Jetzt machen wir weiter mit dem US-amerikanischen Aktienmarkt. Haben Sie jetzt ein bisschen verwirrt, dadurch, dass wir zuerst mit dem europäischen Aktienmarkt begonnen haben, im Gegensatz zu dem, was Sie bisher gewohnt sind. Aber dennoch möchte ich Ihnen jetzt den US-amerikanischen Aktienmarkt endlich näher bringen. Und hier haben wir auch einige sehr, sehr spannende Entwicklungen. Der Dirk hat es ja schon gesagt, hier strategische Risiken in Europa. Und diese Risiken, die manifestieren sich jetzt auch allmählich in den USA, zumindest mal allmählich strategisch, möchte ich sagen. Kurzfristig sieht das Bild natürlich dann entsprechend anders aus. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier an. Zunächst mal den S&P 500, was ist hier passiert? Und wir haben im Januar, Februar hier einen ganz mächtigen Einschlag erlebt. 12% von der Spitze bis zum Tief haben uns dann hier über Monate berappelt und letzten Endes jetzt hier einen mittelfristigen Aufwärtstrend herausgebildet. Und im Zuge dieses Aufwärtstrends haben sich dann tatsächlich hier neue Allzeithochs eingestellt. Aber wie Sie hier sehen, die konnten nun nicht gehalten werden. Das alte Allzeithoch bei 2875 Punkten wurde jäh nach unten wieder gebrochen. Und Sie sehen jetzt hier eine ähnliche Verkaufskaskade wie damals im Januar, Februar. Von der Amplitude nicht ganz so krass. Aber wichtig ist hier, dass wir an der 200-Tage-Linie, dass wir da nicht signifikant drunter gehen. Und solange das nicht passiert, beziehungsweise solange wir hier auch nicht unter das letzte Reaktionstief bei 2692 Punkten gehen, und danach sieht es momentan auch nicht aus, so lange haben wir immer noch die Chance, hier das nächste sogenannte lokale Tief herauszubilden, mit allen Konsequenzen, eben mit der Chance, dann nochmal hier weiter nach oben zu laufen, nochmal bis ins erste Quartal 2019 hinein neue Allzeithochs zu generieren. Die Chance ist dann also tatsächlich zumindest hier im S&P 500 da. Und das gilt, solange wir hier also diesen gleitenden Durchschnitt beziehungsweise hier das letzte Reaktionstief behaupten können. Schauen wir uns die Transportwerte an. Auch immer ganz, ganz wichtig, in einer intakten Hosse sollten sich die Dow-Industrie und die Dow-Transportwerte gegenseitig bestätigen, indem sie neue Bewegungshochs herausbilden. Und das ist nicht mehr gegeben jetzt mit der jüngsten Entwicklung im Dow Jones Transportation Average. Zunächst einmal haben wir auch hier ein neues Allzeithoch zwar herausbilden können, aber das war auch nur auf marginaler Basis. Und Sie sehen selbst, was sich hier im Anschluss etabliert hat, nämlich eine Kopf-Schulter-Formation. Hier kann man sehr, sehr schön erkennen, dass diese Formationen eben nicht aus der Mode sind, sondern dass sie weiterhin funktionieren. Hier ein kaskadenartiger Verkauf auch im Transportindex. Und hier ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir die 200-Tage-Linie relativ satt, relativ deutlich bereits unterschritten haben. Und das ist also ein großer Unterschied zum S&P 500. Wir haben also hier in der Vergangenheit die 200-Tage-Linie immer und immer wieder erfolgreich getestet. Hier im Sommer, im Juni, Juli war es zwar knapp, aber wir haben den gleitenden Durchschnitt behaupten können. Ja, und jetzt ist das eben nicht mehr der Fall. Und insofern lehne ich mich auch hier weit aus dem Fenster und sage, im Transportindex haben wir das ultimative Top schon gesehen. Im Gegensatz dazu nochmal den Dow Jones Industrieindex. Ich hatte das eben gerade erwähnt, Bestätigung, Transportwerte, Industriewerte ist jetzt in dem Fall nicht mehr gegeben. Aber im Industrieindex zumindest haben wir die 200-Tage-Linie fast punktgenau nochmal getestet. Also ja, man kann sagen, hier ist eine gewisse Ähnlichkeit zum S&P 500, aber eben ein großer Unterschied zum Transportindex. Auch hier im klassischen Dow, also mehrmals die 200-Tage-Linie erfolgreich getestet. Und jetzt hier krachen wir quasi runter, aber können diesen gleitenden Durchschnitt noch behaupten. Und hier sehen Sie auch im Oszillator, dass wir es mit einer Überverkaufensituation zu tun haben. Der Projection-Oszillator dreht jetzt ein. Und hier haben wir tatsächlich nochmal die Chance, ein lokales Tief zu etablieren. Also im primären Trendkontext, also auch ein höheres Reaktionstief, was dann eben auch durchaus als Sprungbrett genutzt werden kann, mit dem Rückenwind für das erste Quartal 2019 hier nochmal tatsächlich neue Hochs zu machen. Sieht erstmal auf den ersten Blick unwahrscheinlich auch aus, aber wer hätte denn gedacht, dass wir hier im Januar, Februar nach diesem Crash, dass wir da so schnell wieder hier neue Hochs herausbilden können. Und insofern also hier ist tatsächlich die Chance gegeben, nochmal nach oben zu gehen. Schauen wir uns den Nasdaq an, Nasdaq 100.
war lange Zeit das Zugpferd der Hosse schlechthin. US-Technologie musste man haben, aber zuletzt auch hier ein Doppeltop etabliert. Hier mit dem Fall unter die 7400-Punkte-Marke. Auch hier eine kaskadenförmige Verkaufswelle. Und hier ist ganz interessant, dass erst der 250-Tage-Durchschnitt dem Kursverfall ein Ende oder Einhalt geboten hat. Insofern also hier sind wir schon unter die 200-Tage-Linie gegangen, aber wie gesagt, der 250-Tage-Durchschnitt, der konnte dann eben hier für diesen Index ein Auffangbecken darstellen. Und solange das der Fall ist, ähnliche Situation wie im S&P 500 und im Dow Jones Industrial. Hier ist also nochmal die Chance gegeben, neue Höchstmarken zu etablieren. Wie gesagt, solange diese, ich nenne es mal letzte Bastion, 250-Tage-Linie bei 6.885 Punkten nachhaltig verteidigt werden kann. Im Gegensatz dazu auch einen Index, den ich in fast jedem Webinar bringe, die US-Halbleiter, Philadelphia Semiconductor Index, der sogenannte SOX. Warum ist der wichtig? Der ist insofern wichtig, weil die Halbleiterbranche frühzyklischer Natur ist. Das heißt, wir haben hier eine dem Gesamtmarkt oder der gesamten Konjunktur vorauslaufende Indikation, was passieren wird. Wenn sich also dieses Halbleitersegment eintrübt, dann wissen wir, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit einem gewissen Zeitversatz, mit einem gewissen Zeitverzug der Gesamtmarkt folgen wird. Und dieser Index, der hat auch was ganz Spezifisches gemacht. Und zwar, Sie sehen hier die 200-Tage-Linie immer und immer wieder verteidigt. Und jetzt in der letzten Bewegung, wupp, dynamisch runtergegangen. Insofern also auch hier eine ähnliche Aussage, die wir zu den Dow-Transportwerten treffen können. Hier sollte die Hosse idealtypischerweise beendet sein. Das heißt, in der Ex-Post-Betrachtung wäre dann hier das Hoch von März 2018 vermutlich das Bullenmarkt-Top. Und jetzt haben wir hier einen Bärenmarkt-Modus. Und wie gesagt, wenn die Halbleiterwerte abkippen, dann bedeutet das eine negative vorauslaufende Indikation für den US-Gesamtmarkt, wobei wir nie genau das Timing festlegen können. Dieser, ja, ich sag mal, zeitliche Vorlauf, der kann einige Monate bis einige Quartale betragen. Insofern können wir also hier keine klare Aussage treffen, wann denn das Top im US-Gesamtmarkt im Kasten sein wird. Ja, dieses ganze Desaster, was wir jetzt kurzfristig zumindest mal hatten, hatte sich angekündigt. Wir haben eine divergierende Marktbreite, die wir anhand der Nice Advanced Decline Line messen können. Die haben wir zuletzt herausgebildet. Das heißt, immer weniger einzelne Sektoren, immer weniger einzelne Aktien sind noch beteiligt an der Hosse. Also immer weniger Werte partizipieren an dem Bullenmarkt. Und das haben wir also hier schon in der Vergangenheit gesehen, dadurch, dass diese Advanced Decline Line kein neues Bewegungshoch mehr etablieren konnte, im Gegensatz zum S&P 500. Also eine sogenannte bärische Divergenz. Das heißt, der Indikator bestätigt den Index nicht mehr. Und insofern kam also dieses ganze Schlamassel jetzt der letzten Tage mit Ansage dahingehend, dass wir es eben vorher schon mit einer aus dem Markt weichenden Breite zu tun hatten. Kurzfristig allerdings, und jetzt muss ich natürlich auch mal ein paar positive Aspekte bringen. Klar, wir haben die letzten Tage schon sowas wie Angst, Panik im Markt gesehen. Die CBOE-Put-Call-Ratio hier in der 5-Tage-Glättung, die weist eindeutig eine Spitze auf. Die letzte Spitze hatten wir hier zum Sommertief gehabt, beziehungsweise dann hier davor im Frühjahr, im ersten Quartal, haben wir mehrere Spitzen gehabt. Das bedeutet einfach, dass hier die Absicherungstätigkeit von Seiten der Investoren wieder rasant zugenommen hat, wieder rasant angestiegen ist. Und das sichert den Markt jetzt erstmal kurzfristig ab nach unten. Deswegen glauben wir auch, dass wir jetzt kurzfristig eine Chance haben, hier ein lokales Tief zu etablieren. Schauen wir uns noch einen anderen Sentiment-Indikator an. Hier die AAII, also American Association of Individual Investors. Das sind die US-Privatanleger. Hier der blaue Indikator hier unten, der repräsentiert quasi den Prozentsatz der Bullen am Markt. Und da können wir sehr, sehr schön erkennen, dass wir hier in der letzten Bewegung nach oben, dass da die Privatanleger nochmal hier bullisch geworden sind, nochmal in den Markt reingegangen sind, natürlich zum falschen Zeitpunkt. Sie wurden kalt erwischt und folgerichtig jetzt auch hier der Rückgang in der Bullishness. Und dieser Rückgang, der war binnen einer Woche, betrug der etwa 15%. Und das kann ich Ihnen sagen, das ist historisch auch selten, dass man in einer Woche 15% im Bullenlager verlieren. Also auch hier ein deutlicher Rückzug. Eine ähnliche Aussage, die ich jetzt zuvor mit der Put-Call-Ratio getätigt habe. Also hier kurzfristig ist dann schon hier eine gewisse Skepsis von Seiten der Marktteilnehmer zu beobachten. Ins gleiche Horn stößt diese Grafik. Der N
AAIM Exposure Index. Der zeigt auf, wie die Aktienquote der US-amerikanischen Fondsmanager sich gestaltet. Und hier können wir also auch oben sehen, immer wenn die blaue Linie hier oben ist in etwa, dann sind die Fondsmanager voll investiert. Und hier unten hat man eben ein deutliches Zurückfahren der Aktienquote. Und genauso eine Situation haben wir aktuell vorliegen. Das heißt, dieser Indikator ist jetzt auf ein Niveau, ich sag mal, von 50 plus minus abgesunken, was in der Vergangenheit auch immer mal mit Markttiefs assoziiert war. Und insofern also auch von dieser Geschichte hier, also Gewichtung der US-Fondsmanager in Aktien, also auch von dieser Seite her, hätten wir also jetzt durchaus Unterstützung, um ein kurzfristiges Tief herauszubilden. Ein weiterer Sentiment-Indikator, mir ist vor einigen Tagen aufgefallen hier auf bild.de, da gab es diese Mega-Schlagzeile, Angst vor Börsenbeben wächst. Ist allerdings schon vom 11.10., also von letzter Woche. Will nur damit nur sagen, solche Meldungen gibt es in der Regel dann, wenn die Kurse bereits deutlich oder sehr stark gefallen sind. Bedeutet nicht unbedingt, dass die Kurse dann noch eben stark weiterfallen werden. Eben ein Kontraindikator, klassischer sogenannter Titelblattindikator. Und ja, bestätigt mehr oder weniger das, was Sie auf den letzten drei Folien auch gesehen haben. Dann kommen wir mal zu den US-Zinsen, denn natürlich wissen wir, dass es, wenn es zu solchen Verkaufskaskaden am Aktienmarkt kommt, wie jetzt eben gerade gesehen, dann brauchen wir immer einen sogenannten Trigger bzw. einen Katalysator. Warum passiert das jetzt gerade? Und im Vorfeld haben wir gesehen, hat er sich ja schon einiges zusammengebraut, weil die Marktbreite nicht mehr so gestimmt hat. Und letzten Endes haben aber die Marktteilnehmer erst dann verkauft, als die Zinsen gravierend gestiegen sind. Und das ist jetzt zweimal im Jahr passiert. Das erste Mal war hier im Januar, als der Schwellenwert von 2,6% bei den 10-jährigen US-Zinsen übersprungen wurde. Dynamisch, das können Sie hier erkennen. Solche Schwellenwerte sind natürlich im Markt dann immer viel beachtet. Und man kann hier sehen, hier sind wir zweimal gescheitert, haben dann Luft geholt. Und in dem Moment, wo wir dann mit Wucht dieses Niveau überwunden haben, da sind die Marktteilnehmer dann aus Aktien rausgegangen. Das gleiche Spielchen haben wir jetzt gesehen. Jetzt waren wir ja schon einen Schritt weiter. Jetzt haben wir die 3,0% Marke. Und in dem Moment, wo wir hier diese Renditemarke relativ dynamisch übersprungen haben, in dem Moment haben die Aktienmarktteilnehmer die Reißleine gezogen und sich also verabschiedet vom Aktienmarkt. Und wir können in dieser Grafik auch erkennen, dass wir charttechnisch zumindest einmal jetzt frei sind bis zur nächsten wichtigen Marke, dass wir die 3,75. Mal gucken, ob die US-Rendite dann tatsächlich auch dahin geht. Aber sollte sie es tun, dann kann ich Ihnen versichern, dann ist die Luft für den Aktienmarkt natürlich dann extrem dünn. Ich würde es mal fast in so einer Art Idealszenario skizzieren, dass die Zinsen weiter steigen bis zum nächsten Jahr, dass der Aktienmarkt vielleicht sich auch nochmal berappelt und dann auch nochmal steigt bis dahin. Und dann wird die Spannung extrem groß sein. Und dann müssen die Marktteilnehmer auf breiter Front aus Aktien rausgehen. Und dann wieder höchstwahrscheinlich wieder in den Rentenmarkt. Das ist ein Spielchen, was eigentlich immer in einem normalen Zyklus immer sehr, sehr schön greift. Ein Zinsanstieg, der zu lange und zu weit fortgeschritten ist, der killt jede Aktienhosse irgendwann einmal. Und das ist ein Effekt, der höchstwahrscheinlich auch jetzt irgendwann mal bevorsteht. Schauen wir uns nochmal die Zyklik an. Die Grafik kennen Sie auch. Die bringen wir auch sehr, sehr häufig, fast jedes Mal im Webinar. Und hier können Sie erkennen, dass wir im Dekadenzyklus ja ein Herbsttief machen sollten und im vierjährigen US-Präsidentschaftswahlzyklus, da sollten wir auch ein Tief machen, beide Tiefs ein bisschen zeitlich versetzt, sage ich mal, aber einhellig im Q4 haben wir Rückenwind von beiden übergeordneten Zyklen. Und jetzt ist eben die Frage, ob wir tatsächlich hier in der Lage sind, ein lokales Tief am Markt zu etablieren. Wenn ja, dann haben wir auch wirklich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, nochmal auf neue Höchststände in den genannten Indizes, S&P 500, Dow Jones Industrial und Nasdaq 100. Dann würden wir quasi den ganzen Rückenwind hier mitnehmen und dieser Rückenwind, der hält auch noch bis ins erste Quartal an. Ich zeige Ihnen nochmal hier zwei Grafiken. Einmal, was haben wir vom US-Präsidentschaftswahlzyklus in 2019 zu erwarten? Das ist hier dieser unterjährige Verlauf, also fängt gleich gut an hier im ersten Quartal. Und der toppt dann erst hier so im Spätsommer aus. Und die zweite Grafik, die ich Ihnen zeigen möchte, ist der Dekadenzyklus. Der toppt hier im Herbst aus. Und
Das erste Quartal ist hier noch ein bisschen holprig, aber der hat auch hier seine Stärken, sagen wir von März bis Ende August, Anfang September. Und insofern hätten wir jetzt von beiden übergeordneten Zyklen, also sprich vierjähriger US-Präsidentschaftswahlzyklus und Dekadenzyklus, theoretisch gesehen Rückenwind für 2019. Ich glaube aber persönlich, dass diese Zyklen letzten Endes dann nicht dazu führen, dass der Markt tatsächlich noch so lange so stark steigt, sondern ich denke, dass wir uns irgendwann mal von diesen Zyklen im Verlauf von 2019 werden verabschieden müssen, weil der Druck einfach im Kessel jetzt momentan schon so groß ist. Ist es für mich unrealistisch, dass der Markt jetzt so lange noch steigt. Wie gesagt, die ersten 9 Monate, das wäre mir jetzt zu lang. Und da möchte ich Ihnen nochmal zum Abschluss auch zeigen, was wir hier ganz konkret erwarten, was wir für einen Pfad für den US-Markt erwarten. Und dabei helfen wir uns wieder mit den Elliott-Wellen, die ich von Zeit zu Zeit auch mal hier ins Webinar einbaue. Da war es unsere Meinung, dass wir in diesem gesamten Zyklus jetzt allmählich zum Ende kommen. Dieser Zyklus hat begonnen, also zumindest mal den Sie hier sehen, im Februar 2016, hat also ein neuer fünfteiliger Elliott-Wave-Aufwärtsimpuls begonnen und den haben wir also auch in diese 5 Subwellen unterteilt. Hier sehen Sie das Top der Welle 3, was im Grunde genommen ein Momentum-Top war. Das heißt, das Momentum war an dieser Stelle am höchsten. Dann sind wir in eine Korrekturwelle, vermeintliche Welle 4 gegangen und dann haben wir immer wieder die letzten Monate in den Webinaren immer regelmäßig gesagt, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich in der finalen Welle 5 drin sind. Was mir persönlich ein bisschen schwerfällt, ist hier genau die Welle 4 in die Subwellen zu unterteilen. Ich hatte es mal vorher als ABCDE gehabt, jetzt habe ich es mal nur mal ABC gekennzeichnet. Es ist einfach sehr schwierig, hier genau zu sagen, wo die Welle endet, ob sie tatsächlich vielleicht schon hier am Tief endet oder ob sie hier auf dem höheren Tief endet. Aber Fakt ist, dass wir jetzt irgendwo in der 5. Welle drin sind und mit der jüngsten Korrektur der letzten Tage, da ist hier auch Elliott-technisch was Wichtiges passiert, was Interessantes passiert. Und zwar, wir haben hier die sogenannte 2-4-Linie gebrochen. Ne? Die 2-4-Linie, die bilden Sie, indem Sie einfach eine Aufwärtstrendlinie unter das Tief bzw. unter das Ende der Welle 2, je nachdem, und dann hier verlängern, bis Sie an die tiefste Welle 4 kommen. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz normale Aufwärtstrendlinie, die man jetzt auch als Nicht-Elliott-Waver theoretisch so einzeichnen würde. Unter Elliott-Aspekten ist es eben die sogenannte 2-4-Linie und die ist hier gebrochen worden in der jüngeren Vergangenheit. Und das hat eigentlich nur zwei Implikationen haben. Die erste Implikation ist, entweder wir haben jetzt hier das Top der Welle 5 schon gesehen, dann wissen wir das nächstes Jahr in der Ex-Post-Betrachtung, okay, hier hat der Bärenmarkt begonnen. Oder aber, und das ist meine Vermutung, dass die Welle 5 noch läuft und dass sie sich zu einem Keil entwickeln wird. Das heißt, dass das Momentum mit jedem weiteren Hoch aus dem Markt geht und das würde dann so aussehen. Das heißt, die Welle 5, die würde sich auch nochmal in 5 Subwellen unterteilen. Hier haben Sie hier 1, 2, 3, 4, 5. Die Subwellen, die würden sich in diesem Fall überlappen. Das ist, wie gesagt, diese Keilform. Und da können wir uns in diesem Rahmen noch nach oben schleppen bis ins erste Quartal hinein. Wobei ich da jetzt noch keine genaue Präferenz habe, ob es eher Januar, Februar oder März wird. Das müssen wir dann gucken, müssen wir auf Sicht fahren. Aber da hätten wir auf jeden Fall auch ein Kursziel anzubieten. Das ist hier die 3020-Punkte-Marke für das Ende der Welle 5. Und das wäre also jetzt hier der idealtypische Pfad, sagen wir mal, wie ich ihn gern hätte, wie ich ihn gern sehen möchte für Anfang 2019 beziehungsweise jetzt auch für den Rest von 2018. Wird aber nur dann funktionieren, wenn jetzt diese Verkäufe tatsächlich ein Ende finden und jetzt sich nicht noch exorbitant fortsetzen, denn dann würden wir relativ schnell hier wieder an diese Marken hier kommen, an diese Tiefs vom ersten Quartal und dann würde ich ex post sagen, ja, ist die Welle 5 gelaufen und dann müssen wir sowieso schon gedanklich auch dann den Bärenmarkt spielen. So sage ich halt, wir haben immer noch eine Chance, dass wir noch ein finales Top machen. Wie gesagt, Transportwerte sind schon im Bärenmarktmodus, Halbleiterwerte sind schon im Bärenmarktmodus und der Last Man Standing, das ist für mich oder sind für mich der S&P, der Nasdaq und der Dow Jones Index. Ja, dann fasse ich nochmal zum Aktienmarkt, zum US-Markt, muss ich sagen, kurz zusammen. Wir durchlaufen momentan die erwartete Korrektur, die kam also mit Ansage, ist also absolut nicht überraschend oder unerwartet.
Positiv ist, dass wir ja schon Angst und Panik gesehen haben. Das heißt, das ist die Voraussetzung für ein Trading-Tief oder für ein taktisches Tief. Und wir haben jetzt erstmal Rückenwind von der Zyklik. Das bedeutet, dass wir das Thema Jahresendrally durchaus spielen können. Und wie gesagt, einige Indizes sollten dann tatsächlich nochmal neue Allzeithochs erreichen. Das finale Top vorzugsweise dann im ersten Quartal 2019 stattfinden. Das war es zum Aktienmarkt. Ich bin aber noch nicht fertig, denn ich wollte Ihnen heute auch nochmal ein Rohstoff-Update mitgeben, beziehungsweise Rohstoffe ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt drei Edelmetalle dabei, also kein Öl, keine sonstigen, sondern wirklich mich nur auf die Metalle hier konzentriert. Da haben wir auch in den letzten Webinaren mal Gold vorgestellt insbesondere. Und das möchte ich Ihnen auch heute wieder zeigen, denn wir haben ja letzten Endes jetzt hier die charttechnische Unterstützung um 1200, 1190, die haben wir schon lange auch hier eingezeichnet. Die haben wir jetzt letzten Endes behaupten können. Das war eine relativ schwere Geburt, muss ich auch ehrlich gestehen. Denn wenn Sie den Goldmarkt beobachtet haben, ja, wir sind ja ständig hin und her gegangen hier. Wir haben eigentlich ja keinen richtigen Boden bilden können. Aber das hat sich jetzt geändert. Mit dem Geschehen der letzten Handelstage haben wir also auch hier einen Ausbruch nach oben gesehen. Und das bedeutet, dass wir hier eine sehr, sehr große Chance haben, im Rahmen auch dieses sehr, sehr regelmäßigen 30-Monats-Zyklus, hier immer gemessen vom Tief zu Tief, dass wir also auch jetzt wieder hier ein lokales Tief herausgebildet haben. Und da wir es hier nicht mit einem übergeordneten Trend zu tun haben, sondern eher mit einer Trading-Range, kann man sogar mit ein bisschen gutem Willen wirklich hier sagen, dass wir die ganze Bandbreite nach oben, sprich bis 1350, 1380, dass wir die auch wieder in der nächsten Bewegung ausnutzen können. Muss der Markt natürlich beweisen, aber zumindest hat er jetzt diese Voraussetzungen eben auch charttechnisch jetzt geschaffen. Begleitend hierzu der Goldminenindex, der HUI, der AK Goldbugs Index, der war ja bis zum Schluss im freien Fall. Ich kann mich erinnern, im letzten Webinar, da hatten wir genau diese Kerze hier gehabt. Und was ist seither passiert? Ja, der Abwärtsdruck wurde gestoppt, das Abwärtsmomentum ist rausgegangen und wir haben hier so eine Art inverse Kopf-Schulter-Formation jetzt auch abgeschlossen schon, sodass die Goldminenaktien zumindest hier auch nach oben den Weg jetzt erstmal frei haben. Gut, natürlich ist hier irgendwo auch der Deckel drauf bei der 200-Tage-Linie. Aber wenn man sich jetzt wirklich auch nochmal den Goldchart anschaut und sieht, wie weit der im Grunde nach oben noch gehen kann, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass auch hier die Goldminenaktien auch über die 200-Tage-Linie dann gehen. Wichtig ist, dass dieses Tief hier, was sich auch über mehrere Wochen hier gebildet hat, dass das jetzt natürlich charttechnisch nicht mehr konterkariert wird. Also wir können vielleicht im Rahmen einer Pullback-Bewegung nochmal hier in das Kursterritorium reingehen, aber wir sollten jetzt nicht wesentlich hier die Ausbrüche oder Ausbruchsmarke hier verletzen. Für mich steht das Gebilde erstmal so da und das ist positiv und unterstützt also tatsächlich auch einen fortgesetzten Anstieg im Goldpreis. Hierzu passend die COT, die COT-Daten, die Commitment of Traders-Daten, die sind auch nochmal sehr, sehr unterstützend für einen Goldpreisanstieg. Die Commercials haben ihre Long-Positionen, das ist ja historisch selten, dass die Commercials tatsächlich long-positioniert sind. Die haben sie nochmal ausgebaut hier, sodass wir es auch hier mit dem Rekordwert zu tun haben. Und die Großspekulanten spiegelbildlich dazu eben auf Rekord-Short-Niveau. Das heißt also, dass allein aus dieser Warte hier heraus, aus diesem Blickwinkel, dass ja ein extremes Potenzial auch für ein Short-Squeeze-Szenario da ist, sprich, dass also es zu Eindeckungskäufen der Bären kommen muss, entsprechend, wenn besondere Marken überschritten werden. Und das ist also auch wirklich ein Potenzial da, was man da hier auch beachten sollte, was aufgrund dieser Tatsache eben einfach vorhanden ist. Und das insofern sieht das für mich relativ lukrativ aus, muss ich sagen, weil einfach jetzt die Bullen die besseren Karten haben. Ergänzend noch dazu Silber, der kleine Bruder des Goldes, beziehungsweise Gold des kleinen Mannes, hat auch Fantasie auf eine inverse Kopf-Schulter-Formation, hat diese allerdings noch nicht abgeschlossen, hinkt demzufolge noch ein bisschen hinterher. Aber wenn wir hier die 14,90 Dollar, hier fein unsere Marke, nach oben durchbrechen sollten, dann können wir hier eine Formationsprojektion machen und da kommen wir auf ein Mindestkursziel von 15,90 Dollar. In dem Moment, in dem wir hier den Ausbruch triggern, das ist noch ein bisschen Zeit bis dahin und konservative Trader sollten natürlich auch entsprechend
dieses Signal abwarten. Wie gesagt, also hinkt noch ein bisschen hinterher und müssen wir einfach die nächsten Tage darauf achten, ob hier dieses Signal getriggert wird. Und als letzten Chart in der Riege der Edelmetalle, jetzt hatten wir Gold, Silber, jetzt kommt Platin. Da sind wir schon ein bisschen weiter als im Silber. Sie sehen hier, dass wir hier auch eine inverse Kopf-Schulter-Formation quasi abgeschlossen haben. Und hier können wir auch genau die gleiche Formationsprojektion abtragen. Und da kommen wir auf einen Mindestkursziel bei 925 US-Dollar je Unze. Insgesamt also durchaus respektabel, was sich hier momentan im Edelmetallmarkt zeigt. Deswegen möchte ich auch hier nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt mehrmonatige Bodenbildungsprozesse gesehen im Preisverhalten bei den Edelmetallen. Abgeschlossen würde ich den Bodenbildungsprozess bezeichnen in Gold und Platin. Silber müssen wir noch ein bisschen abwarten. Dann haben wir wirklich das Potenzial für Eindeckungswellen der Shorties, weil die Unterstützung, die Spekulation der Trendfolger, die ist auf dem Rekord-Short-Niveau. Insofern also hier extreme Fantasie für Eindeckung. Und dann nochmal die drei Ziele für Gold, Silber, Platin, die lauten 1300. Ich hatte es vorgestellt, im Extremfall können wir sogar von 1350 bis 1380 ausgehen. Dann Mindestpreispotenzial bei Silber wäre dann 15,90 Dollar und im Platin 925 US-Dollar. Ja, das war es jetzt inhaltlich von meiner Seite. Zum Schluss zeige ich Ihnen noch hier den Disclaimer und unser Impressum. Und dann möchte ich gerne zurückgeben an dich, Markus. Klasse, danke schön. Vielen Dank für euer Update. Ich hole mir erstmal wieder die Moderatorenrechte. Und ja, ich würde mir gerne noch zum Abschluss mit Ihnen den spannenden Basiswert Gold anschauen und zum Anlass nehmen, den DZ-internen Produktfilter nochmal vorzustellen. Ja, wir haben gesehen oder gehört vielmehr von Armin eben auch, was dazu führen könnte, dass der Goldkurs in der nächsten Zeit weiter steigen könnte. Zum einen die Bodenbildung sieht relativ stark und gut nach einer charttechnischen Bodenbildung aus. Positive Preissignale haben wir gesehen. Und jetzt gilt es natürlich, dass sich diese Bodenbildung oder diese Unterstützung in den nächsten Wochen dann auch verstärkt oder vielmehr, ja, dass die beibehalten wird. Und den Anlass auf Gold, Ihnen ein paar Produkte zu zeigen oder wie Sie die Produkte auswählen können, würde ich jetzt gern unternehmen. Und zum einen ist ja dann immer auch die Fragestellung, welche Instrumente kann man auswählen, um jetzt an dem einen oder anderen Basiswert, in dem Fall hier Gold, jetzt zu partizipieren. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl. Wir beschränken uns in der Regel aufgrund von Transparenzgründen auf die Endlos-Turbos, weil wir da keine Einflussfaktoren, nahezu keine Einflussfaktoren der Griechen haben. Wir haben im Prinzip hier Knockout-Produkte, Knockout-Zertifikate, die auch bei uns hier im Bereich der Hebelprodukte die gängigsten und die meist nachgefragtesten sind. Jetzt sind wir aber hier auf unserer Internetseite, hier oben DZ-Bank. Ich würde sie nochmal gerne zeigen, hier auf der linken Seite oben dzbank-derivate.de. Und da ist es relativ einfach oder ganz einfach, die passenden Produkte zu filtern. Wie mache ich das? Indem ich einfach hier in der Mitte des Feldes oder der Mitte der Seite auf Produkte klicke und mir entsprechende Produkte auswähle. Und da ich eben ja schon gesagt habe, dass wir nahezu auf Endlos-Turbos zurückgreifen aufgrund der Transparenz und dass wir keine Laufzeitbeschränkung haben, würde ich jetzt hier wieder oben in der Mitte unter Hebelprodukte die entsprechende Kategorie Endlos-Turbos auswählen. Und Sie können auch auf jede andere auf jedes andere Instrument natürlich klicken. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Wenn Sie auf Produkte gehen, können Sie natürlich auch Mini-Futures eingeben und dann ist sofort in den Produktfilter Mini-Futures eingestellt oder Turbos hier entsprechend dann mit Laufzeit oder auch entsprechende Zertifikate, Anlageprodukte. Aber ich klicke eben nochmal auf Endlos-Turbos, da haben wir auch die meisten Produkte ausstehend in dieser Kategorie. Und dann sehen Sie hier auf der linken Seite die Produktsuche. Und da ist es eigentlich schon jetzt so, dass Sie in der Mitte hier Endlos-Turbos schon vorab eingestellt haben, weil wir da eben draufgeklickt haben. Und da muss ich eben entsprechend hier oben den Basiswert noch eingeben. Und da würde ich das gerne mit Gold hier versuchen. Wir sehen, hier haben wir zum einen eine Aktie, Barrick Gold Corporation, aber wir haben hier auch Gold unten stehen. Sobald ich das anklicke, sehe ich, dass wir hier unten
273 Produkte haben. Ich zeige Ihnen das nochmal ein bisschen genauer, indem ich es größer mache. 273 Produkte, Endlos-Turbos, Long und Short. Und da wir eben gehört haben, was dafür sprechen würde oder könnte, dass der Goldpreis sich stabilisiert und mal wieder nach oben läuft in den nächsten Wochen und Monaten, ist entsprechend dann eine Long-Position die passende. Und wenn ich auf Long klicke, dann halbiert sich letztendlich auch die Anzahl der Produkte. Wir haben jetzt hier noch 136 Produkte und relativ breit und gut gefächertes Sortiment. Und jetzt habe ich hier unten als letzten Schritt die Möglichkeit, entsprechend auszuwählen, was ich mag. Will ich nach Hebel sortieren? Möchte ich die Knockout-Schwelle vorgeben? Was möchte ich? Oder prozentuale Abstände? Ich finde es immer am einfachsten, wenn man dann über den Hebel erstmal geht und sagt, okay, ich schmeiße erstmal eine Großzahl an Produkten raus, indem ich sage, hier vielleicht einfach konservativer dran gehen, man Hebel nicht bis 106, sondern einfach zwischen 3 und 6 auswählen, damit wir da schon mal das Sortiment ein bisschen einschränken. Und dann sind es am Ende 34 Produkte, die hier rausgefiltert werden würden. Und dann haben Sie eben hier die große Matrix in der Mitte, die Ihnen die Hebel oder absteigende Hebel hier, die Produkte nach absteigenden Hebel aufzeigt. Und da haben wir eben hier eben ja die 6 eingegeben und dann geht es hier oben von 6er Hebel runter bis zum 3er Hebel. Und wenn ich mir jetzt einfach mal ein Produkt hier in der Mitte auswähle und sage, naja gut, ich nehme jetzt mal hier das entsprechende Produkt hier, klicke drauf, bekomme ich natürlich noch eine Reihe von anderen Informationen. Ich sehe zumindest schon meine Überschrift Endlos Turbo Long. Ich sehe entsprechend den Basispreis. Das sind die 923,55 US-Dollar. Die sehen Sie auch nochmal hier unten im Kleingedruckten. Da haben Sie noch mehr Informationen. Sie sehen, dass es ein Open-End-Schein ist. Sie sehen, was der Basiswert Gold ist. Und ja, wenn man eben so an den Hebel, sehen Sie hier nochmal abgebildet. Ich habe den nochmal hier markiert, 4,06 in dem Fall. Ist es eben schon so, dass Sie mit einer konservativen Variante mit einem Hebel von 3 bis 6 entsprechend dann auch länger Spaß haben, wenn Sie eine mittel- und längerfristige Strategie fahren möchten. Nicht jeden Tag eben auf das entsprechende Produkt gucken müssen. Also Sie müssen halt eine entsprechende Meinung haben. Und dazu helfen ja unsere Webinare auch immer, den Experten hier zuzuhören und einfach zu schauen, was deren Sichtweise ist, die sich natürlich dann auch immer wieder ändern kann. Aber per heute sah es eben so aus, wenn man sich mal Gold anschaut, dass hier es so aussieht, als ob eine Bodenbildung geschehen wäre. Und insofern kann man hier auch mal das eine oder andere Produkt auswählen mit einem niedrigen Hebel. 4 ist dann hier auch sicherlich gar nicht so verkehrt. Man kann natürlich auch aggressiver reingehen und dann einen anderen Hebel wählen. Aber wenn ich jetzt hier wieder zurückklicke, sehe ich entsprechend wieder die Parameter und kann hier dann auch plötzlich von Long auf Short umspringen oder den Hebel modifizieren. Und somit finde ich innerhalb von 4 Schritten ganz, ganz schnell eben zu dem entsprechenden Produkt. Aber wie gesagt, ein Endlos-Turbo ist nicht die einzigste Produktvariante, die man hier auswählen kann, um an den Goldmarkt oder an Goldentwicklung zu partizipieren. Sie haben viele andere Möglichkeiten. Wenn Sie eben auf die entsprechenden Produktkategorien klicken, sehen Sie auch unten dann immer wieder im Anhang in PDF-Format, wie die entsprechenden Produkte dann auch funktionieren. Da haben wir dann eine Übersicht, die dann auch die technische Beschreibung Ihnen aufzeigt, wie das Ganze theoretisch und technisch abläuft. Ja, das sollte es gewesen sein von unserer Seite, wenn es darum geht, dann auch die Produkte vorzustellen. Heute war Gold im Fokus und jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, was nächste Woche anstehen würde, wenn Sie dabei sind. Würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie wieder mit von der Partie sind. Nächste Woche, nächsten Montag, 22.10., hier steht es auch nochmal, ist dann die Trading-Gruppe 2.0 wieder zu Gast bei uns, wo wir die entsprechenden Märkte für Sie analysieren. Es wird auch so sein, dass wir da auch schon ein bisschen Werbung machen werden für den nächsten Börsentag. Das wird dann nächste Woche auch publiziert und veröffentlicht. Wir halten Sie über die verschiedenen Veranstaltungen da auch auf dem Laufenden. Dachten, dass es das aber diese Woche noch ein bisschen zu früh ist und würden das dann nächste Woche einschieben. Ja, ich möchte Ihnen vielen Dank, sehr danken, dass Sie heute Abend dabei waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und möchte mich natürlich auch bei Dirk und Armin bedanken. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen beim Traden diese Woche und würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit von der Partie sind. Bis dahin, machen Sie es gut und einen schönen Abend.